Jo, hallo, servus Freunde, willkommen bei einer neuen Serie von Tipps und Tricks. Und zwar will ich euch diesmal was vorstellen. Und das sind diese Spanner, Gummispanner mit Kugel. Ich glaube, ihr kennt die eh schon alle. Ich habe die immer schon seit, ja, weiß ich nicht wie lange in Verwendung, glaube schon seit einem Jahr. Das ist ganz einfach wie ein Expander, Gummibandel. Bungee-Cord oder wie sie das nennt, und da ist einfach eine Kugel drin und somit kann man da eigentlich super was zusammenbinden. Ihr wisst es, kennt ihr meine Felder, das habe ich eigentlich immer dabei und da geht man ganz einfach drüber, legt es so her, hängt es ein, schaut nur, dass die zwei beieinander sind und das ist super verpackt. Ich habe das noch nie irgendwo verloren oder sonst irgendwas, also diese Gummibandeln habe ich am allerliebsten in Verwendung. Da brauche ich keine Schnur oder irgendwas zum Zubebinden. Das Gummibandel ist immer auf Zug und das ist pipifeinst. Und ihr wisst, ich habe das immer auf meinen Rucksack drauf. Und das zeige ich jetzt einmal aus der Nähe nochmal. Ja, wie man sehen kann, die kann man auch super bei dem Molleschlafen einfadeln. Mache ich immer wieder gern. Und dann geht man ganz einfach her. Zahlt den da drüber. Hängt ihn ganz einfach ein und das Ganze hält pipifeinst. Das Ganze ein zweites Mal und das hängt super da drauf. Also da kann euch nichts verloren gehen. Ich schaue noch immer, dass wirklich die zwei Gummibandeln da beieinander sind, dass die Kugel nicht durchrutscht. Das macht sie eh nicht. Und somit habe ich eigentlich eine Befestigung für alles Mögliche. Ich kann da oben meine Jacken anhängen. Was weiß der Teufel alles? Also wirklich, das ist vielseitig verwendbar. Ja, Freunde, und mit den Bandeln seid ihr auf der sicheren Seite. Ich weiß jetzt gar nicht, was die kosten. Die gibt es auf Amazon im Set mit 2, 5, 10, 25, 20, was weiß ich was, wie viel wir brauchen. Ich habe das nämlich schon seit 2 Jahren, hat das meine Frau im Garten im Einsatz, wenn sie irgendwo was beim Baum zubebindet oder so, bei Streicher. Es gibt verschiedene Längen, ich habe da die 23 cm langen im Einsatz und ich muss sagen, ich habe noch nie mehr gebraucht. Und sollte ich mehr brauchen, dann gehe ich ganz einfach her und hänge einen zweiten zusammen. Ist ja wurscht. Geht dann so auch, dann ist halt doppelt so lang. Ja, Freunde, das war es auch schon wieder. Sollte nur ganz ein kurzer kleine Tipps und Tricks Sache sein für die Serie. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch was. Danke fürs Zuschauen. Ciao.